klare Alternativlosigkeit bei der Wahl, was die nächste Regierung angeht, natürlich für viele Menschen bedeutet, dass sie das Gefühl haben, wir brauchen ja gar nicht zur Wahl zu gehen. Also ich habe immer wieder mit Bürgerinnen und Bürgern jetzt im Wahlkampf das Gespräch und sie sagen mir, warum sollen wir da hingehen? Es geht doch eigentlich nur darum, mit wem Frau Merkel weiterregiert. Das ist doch die einzige Frage, über die wir am 22. September wirklich zu entscheiden haben. Ob sie eben mit der SPD eine große Koalition macht, ob sie mit der FDP weiter regieren kann, weil es eine Mehrheit dafür gibt, oder ob sie vielleicht mit den Grünen eine Regierung bildet. Da fällt ja auf, wie Herr Trittin doch ausgesprochen zurückhaltend geworden ist in Angriffen auf die Union. Also auch das könnte sein. Nur alle drei Konstellationen laufen doch auf die gleiche Politik raus. Und da sagen mir die Bürgerinnen und Bürger, ja, warum sollen wir denn noch hingehen? Und da sage ich doch, gerade deshalb, gerade weil sich diese Parteien inhaltlich kaum noch unterscheiden, deshalb wird es so wichtig sein, dass wir im nächsten Bundestag eine starke linke Opposition haben, weil es geht darum, ob sie sich trauen werden, nach der Bundestagswahl Sozialabbau zu betreiben, ob sie sich trauen werden, die Kosten für das nächste Griechenland-Paket, was wieder nicht für die griechische Bevölkerung ist natürlich, ihnen aus der Tasche zu ziehen, ob sie sich trauen werden, irgendwelchen verrückten Wirtschaftsprofessoren zuzuhören, die jetzt schon wieder die Rente mit 70 fordern. Und ob sie sich das trauen oder ob sie es sich nicht trauen, das wird, das verspreche ich Ihnen, ganz entscheidend davon abhängen, wie stark die Linke in den nächsten Bundestag einzieht. Wir sind die Hemmschwelle für Sozialabbau. Und wenn wir stark werden, ist das die einzige Chance, dass sich diese anderen Parteien wenigstens an das ein oder andere Wahlversprechen noch erinnern. Deswegen, wenn Sie möchten, dass sich in diesem Lande was ändert und wenn Sie der herrschenden Politik, die wir in den letzten Jahren hier gehabt haben, die rote Karte zeigen möchten, dann bitte ich Sie, gehen Sie zur Wahl, kreuzen Sie die Linke an. Wir sind die rote Karte für diese Partei. Wenn Sie uns wählen, dann können Sie sich sicher sein, Sie ärgern sich allesamt. Und wenn Sie die ärgern wollen und wenn Sie sie unter Druck setzen wollen, dann bitte, indem Sie uns unterstützen.